Trompeter bei der Wiener Symphoniker. Ich möchte heute über die Klanggestaltung mit dem Zungenstoß sprechen unter Zuhilfenahme der Silben Ta, Tü und Ti. Erste Übung mit Ta. Das sollte man einen großen, zentrierten Klang bekommen. Und zwar Ta, 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 Ta. Zweite Übung mit Tü für einen weichen, harmonischen, dunklen Klang. Dritte Übung mit Ti für einen lockeren, hellen, leichten Klang. Jetzt würde ich gerne diese drei Methoden einbauen in das Trompetenmotiv von Joseph Haydn. Erster Satz, Allegro mit Ta. Zweiter Satz mit Tü. Dritter Satz mit Ti. Ich würde empfehlen, selbst ein Video aufzunehmen und sich selbst einmal anzuhören. Und dann sieht man, was man selbst falsch macht, beziehungsweise natürlich, jetzt können wir hier auch als Lehrer kann ich ein Video ansehen und dieses dann auch natürlich öfters ansehen und anhören und dann kann man sich besser ein Bild machen. Das ist für beide Seiten gut, Student und Lehrer. Kann man immer wieder wiederholen und immer wieder bewerten.